Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie sich ein Gemälde angesehen und nicht genau gewusst haben, was Sie davon halten sollten, außer vielleicht, dass ein Affe so etwas besser malen könnte? Und genau um Affen geht es im heutigen Top oder Flop. Um zwei Schimpansen, zuerst um Kongo und dann um Peter, die Anerkennung als Künstler fanden und deren kommerzieller Erfolg vielen menschlichen Künstlern neidisch machen könnte. Das Top ist eher eine Einleitung zum Flop dieser Geschichte, der übrigens nicht die Tiere, sondern die Menschen betrifft. Fangen wir mit dem Schimpansen Kongo an, der auch der Cézanne der Affenwelt genannt wurde. Seine Begabung wurde im Rahmen eines Malexperiments entdeckt. Solche Experimente finden seit Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Zootieren intelligenter Arten, wie zum Beispiel Elefanten oder Affen, werden Farben, Pinsel und Leinwände oder irgendwelche Zeichenmaterialien angeboten und sie werden ohne Gewalt und mit viel Liebe ermutigt zu malen. Das Ziel ist es, die psychologischen Grundlagen der künstlerischen Betätigung zu erforschen. Kongo nahm an einem dieser Experimente teil und sehr bald nach seinen ersten Malversuchen, bei denen er einfach Farben auf die Leinwand schmierte, konnte er Kreise zeichnen und entwickelte sogar eine Spur elementarer Perspektive. Er schien seine Bilder bewusst zu malen und sogar eine Komposition konnte auf seinen Gemälden beobachtet werden. Kongo malte ausschließlich im abstrakten Stil. Seine Bilder wurden in den Vereinigten Staaten und mehreren europäischen Ländern ausgestellt. Seine Meisterklasse wurden regelmäßig im Fernsehen gezeigt. Sogar Pablo Picasso erwarb eines seiner Werke. Joan Miró tauschte zwei seiner Bilder gegen eines von Kongo und andere, Laien, hätten ihre Nieren oder andere Organe tauschen müssen, denn für Normalsterbliche waren die Kongo-Bilder unverkäuflich. Im Durchschnitt leben Schimpansen in Gefangenschaft 35 Jahre. Kongo starb 1964 im Alter von nur 10 Jahren. Sein früher Tod ähnelt dem menschlicher Ikonen, die auch jung mit ungefähr 27, 30 Jahren und auf dem Gipfel ihrer Popularität starben. Mit dem kleinen Unterschied, dass Kongo nicht an einer Überdosis starb, sondern an Tuberkulose. Allerdings gab es auch viele, die das Kongo-Phänomen anders wahrnahmen und vom Ruhm auf die Affenkunst einen anderen Eindruck hatten. Und hier beginnt der Flop dieser Geschichte. Im Jahr 1964 entschied sich ein Journalist der schwedischen Zeitung Göteborgs Tidningen für ein eigenes Malexperiment. Er kam auf die Idee, von einem Schimpansen geschaffene Gemälde als die eines Künstlers auszustellen, um herauszufinden, ob die Kunstexperten zwischen moderner Kunst und den Werken eines Affen unterscheiden können. Im Zoo seiner schwedischen Heimatstadt überredete er einen Tierpfleger, einen Schimpansen dazu zu veranlassen, ein paar Gemälde anzufertigen. Peter, der Schimpanse, zeigte sich ziemlich begeistert davon, farbige Kritzeleien auf die Leinwand zu malen. Die vier hübschesten dieser Kritzeleien wurden ausgewählt und unter dem Namen Pierre Brasseur neben anderen von Menschen geschaffenen Kunstwerken ausgestellt. Wenn Sie immer noch dabei sind, dann schenken Sie diesem Video bitte einen Like. Einige Kritiker äußerten sich negativ über Brasseurs Werke, andere lobten seine Gemälde. Die öffentliche Enthüllung des wahren Urhebers der Gemälde löste einen Skandal aus und die Kritiker, die eine positive Rezension über Brasseurs Werke geschrieben hatten, verloren ihre Glaubwürdigkeit. Der Kunstkritiker Rolf Anderberg war einer von ihnen. Seine Rezension für den Göteborgs-Posten lautete: Brasseur malt mit kräftigen Strichen, aber auch mit klarer Bestimmung. Seine Pinselstriche sind von hoher Wertigkeit. Pierre ist ein Künstler, der mit der Zartheit eines Balletttänzers führt. Laut Anderberg seien Brasseurs Bilder die besten Werke der Ausstellung gewesen. Und obwohl man nicht überzeugend darlegen konnte, warum Anderbergs Rezension auf die Werke eines Tieres nicht zutreffen könnte, warf dieses kühne journalistische Experiment, das teilweise auch als dreister Betrug bezeichnet wurde,
einen dunklen Schatten auf die Karriere von Experten wie Anderberg. Auch die Karriere des Initiators des Experiments und der Leute, die in diesem Plan eingeweiht waren, wie zum Beispiel Yngve Funkegaard, der Maler und Galerist, der für diese Ausstellung seine Galerie zur Verfügung gestellt hatte, gerieten ins Stocken. Diese ganze Manipulation war als etwas Harmloses gedacht, was öffentliche Aufmerksamkeit erregen sollte. Sie erregte allerdings sogar internationale Aufmerksamkeit und nicht im positiven Sinne. Man versuchte sehr schnell alles zu vertuschen, indem alle Personen, die in diesem Skandal eine Rolle spielten, geächtet wurden. Peter der Schimpanse erwarb sich allerdings einen eigenen Fanclub. Eines seiner Gemälde wurde nach der Ausstellung von einem Sammler für $90 erworben, was heute dem Betrag von $872 entspricht. Zuletzt kamen Kongos Gemälde im Jahr 2005 unter den Hammer. Drei seiner Bilder erzielten insgesamt einen Kaufpreis von 21.515 Euro. Das war's für heute. Über jeden Like würde ich mich sehr freuen. Das kostet nichts, bedeutet mir aber sehr viel. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.